Hi, Chan hier und für alle, die es noch nicht wussten, ich habe meinen alten Kanal Chan Hates Everything dicht gemacht und einen neuen namens Chan Everything erstellt. Dort mache ich die gleichen Videos wie vorher, also wenn euch die Geschichten aus meinem Leben und Serienreviews interessieren, dann schaut vorbei. Link ist in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit diesem Video hier. Hallo und herzlich willkommen auf die Medien, dem süßesten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube und da bin ich mir hundertprozentig sicher, das hier vorne ist die Lucy und mein Name ist der Chan, heute mal ohne Sarah, weil die ist gerade am Arbeiten. Und da haben wir ein weiteres Mal wieder ganz viele Pakete von euch bekommen und die werden wir jetzt auspacken, falls ihr aus irgendeinem unerfindlichen Grund uns noch mehr schicken wollt, dann hier an dieser Adresse. Und falls ihr es auch noch gerne möchtet, könnt ihr uns live auf Conventions sehen. Das blenden wir auch mal eben ein. Gut, dann würde ich sagen, die hier sind mega knuffig, erwarten etwas zu essen und wir fangen jetzt an. Intro. Essen für alle, das freut euch, das weiß ich. Guten Hunger. Da stürzen sich drauf. Wie die Raubtiere. Und dann würde ich sagen, wir fangen auch einfach direkt an. Gib mir irgendein Paket. Es ist vollkommen egal. Wir machen heute eh alle. Mein Paket wird präsentiert von der Rebecca M. aus Billerbeck. Und meins von der Lea H. aus Dortmund. Ganz viel Papier. Kräuter- und Knabberzeug. Dann haben wir hier Knabberstangen, einmal mit Äpfel und Löwenzahn und einmal Pfefferminze. Das kann ich dann selbst schnuppern, das kriegen die hier nicht. Und bevor ich weitermache, einen Brief, einmal Armbänder, einmal Knabberrollis und einen Fluff, wie ich das hier gerade so sehe. Deine Miris, Poppy und Marshmallow finde ich richtig zum Knuddeln. Und ich habe ganz viel Kräuterstoff für die kleinen Bilder auf Leinwänden. Und guck mal, was haben wir denn hier? Es ist sehr rosan. Ja. Und da könnt ihr euch drin verstecken. Das kriegt ihr aber nicht, sonst drängeln sich nämlich hier gleich alle rein. Und einen kleinen Napf mit die Müffelstücke. Ja, und man kann es aufmachen. Yeah! Das hier hatten wir schon mal aufgemacht, weil wir ganz sicher sein wollten. Und hier war dieser Napf drin und der dient uns schon seit über einem Monat sehr gut ausgepackt. Danke dafür. Mein Paket wird nämlich präsentiert von der Lydia und dem Tobias aus Köln. Und meins von der Anastasia I oder L aus Ulm. Hier, den kennt ihr ja schon. Da können wir alle Sachen reintun. So, wie ich gerade in diesem Brief hier lese, ist es nicht nur von der Anastasia, sondern auch von der Christina. Und wir haben hier tolle Zeichnungen. Yay! Einmal ganz viel Heu. Und das hier ist sehr lecker. Das sind die Gartenkräuter. Eine Kapokschote. Und das hier ist mega cool. Da können wir unsere eigenen Kräuter ziehen. Seht ihr das? Das ist stark. Das werden wir auch gleich direkt erstmal aufstellen. Ich habe ganz viele Kräuter und das ganze Paket ist gefüllt mit ganz, ganz viel Knabberkram. Ach, guckt euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Da habt ihr, ich würde sagen, länger was zu tun, ne? Hier, das können wir zwar nutzen, da können sie wieder Männchen machen, würde ich sagen. Dann auch wieder hier Knabberzeug und ups. Oh, guck mal. Käfigreiniger. Wie cool ist das denn? Das war witzig, weil meiner ist nämlich letztens ausgegangen. Und weil der große ja nicht reicht, haben wir noch einen mittleren und einen ganz kleinen. Dann hier noch einmal die Familienpackung an Knabberstangen, etwas zum Knabbern und die Knabberrollis. Und? Ich hab zuerst die Kopf gebrochen. Das macht nichts. Mein Paket wird präsentiert von der Sabrina S. aus dem Altenmarkt. Meins von der Nicole H. aus Xanten. Dann haben wir hier einmal die Rollis. Dann einmal was für uns zum Knabbern. Da stehe ich total drauf. Und hier auch. Dankeschön. Falls du das hier siehst, da ist noch eine Note drauf. Dankeschön. Und hallo Mutter von dem Kind. Ich sehe gerade, es wurde auf den Karton geschrieben. PS, je ein Rubbel los für Chan, Sarah und Lucy. Viel Glück und bei Gewinn viel Spaß beim Ausgeben. Yeah! Ich habe zwei Zwergkaninchen, Flecky und Blacky. Und das hat sie super knuffig geschrieben und hinten drauf noch was gezeichnet. Dankeschön. So, hier haben wir zwei Postkarten und da steht drauf, dass zum Beispiel von dir das Lieblingsmiri Senne ist und von mir Lumi. Ah, guck mal, hier sind die besagten Rubbellose. Oh, hier ist richtig cooler Stuff bei. Guck mal, ganz viele Kräuter haben wir bekommen. Eine Menge Kräuter und, weil ich das so cool finde, ein Stück Natur, einmal ein Stück Wiese. Da stehen die ja total drauf. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund fressen sie mehr den Karton als die Wiese, aber naja. Okay, diesmal mache ich's. Yeah! Ich habe leider nichts gewonnen. Die Spannung ist vorhanden gewesen, aber wir haben leider auch hier nichts gewonnen. Marshmallow, kannst du mal einen Schritt zurücktreten? Da. Guten Hunger. Meins wird präsentiert von der Marie und der Elise aus Strela. Und meins von der Melissa P. aus Hamburg. Hier haben wir einmal Kräuter, Löwenzahn und Ringelblume und abgepackte Süßigkeiten. Und wir haben ein Paket in einem Paket. Ah, guck mal. Es ist für den Außenposten. Gut, dass wir sie direkt hier sitzen haben. Und hier haben sie ganz viele von ihren eigenen Müffelstücken. Und das hier ist von Sebastian S. Ein Brief, einmal Knabberstangen. Ich habe ganz viel Knabberkram und
Das ganze Paket ist voll mit Süßkram für uns. Und einmal das Geld für die Bananasplit. Da ist die mit drin, habt ihr alle gehört. Dann waren hier noch Bilder von den Müffelstücken drin. Ha, aus Sassenberg. Ich habe einmal Apfelchips, Kräuter und einen Bommel. Hier haben sie einmal alles aufgeschrieben, wer was bekommt. Sehr schlau. Das sind alles deine Müffelstücke, wie man hier so gut sehen kann. Und hier sind ganz viel Lakritzzeug und Süßigkeiten und noch mehr. Komm, das sind Einhörner-Stuff. Hier haben wir mal ganz viel zum Knabberntaler und Herzen und Gemüse und Erbsenflocken. Und was hast du? Eine Tüte Löwenzahn. Yeah! Meins wird präsentiert von der Jule H. aus Lengerich. Und meins von der Stefanie L. aus Grünhainichen. Ah, guck mal, ein Kissen. Ah, guck mal, hier sind abgepackte Kräuter drin und so weiter. Das ist sehr nett. Mega cool. Dankeschön! Und sie möchte mit dem Paket einfach mal Danke sagen. Sie verfolgt uns schon seit mindestens 6 oder 7 Jahren. Holy! Und sie möchte dir ein großes Lob für das Kinderbuch aussprechen, weil ihre 4-jährige Nichte das sehr gerne hat. Yay! Wenn ihr das Kinderbuch haben wollt, auf jeder Convention und unten in der Videobeschreibung. Genau, wie das schöne Plüschi. Und Banana Crumble. Wir haben hier ganz viele Energy Drinks. Vielen Dank, vor allem die mit ohne Zucker. Die mit ohne Zucker. Ja, die mit ohne Zucker. Ich habe große Kräutertüten. Dann noch mehr Apfelchips und noch mehr Energy Drinks. Kräuterrollen ohne Ende. Oh. Eine große Tüte Kaviar. Und noch mehr Kräuter und noch eine Heurolle. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Oh, noch mehr Apfelchips und Bananenchips und Kräuter für die Müffelstücke. Eine Heurolle. Oh, jetzt übertreibt ihr aber. Guckt euch das mal an. Mein Gott. Viel. Oh, hier, Koala, so ohne Ende. Ihr seid doch verrückt. Oh, sicher, das gehen Kakao und Milch, ne? Dann haben wir hier noch mehr Süßkram und Pocket Coffee. Ah, Pocket Coffee, damit ich wach bleibe. So, Mindfield ist präsentiert von der Elisa W. aus Beckum. Und meins von René G. aus Schwedt. Hier haben wir einmal ganz viele Kräuter. Ich rieche es schon. Und Süßigkeiten. Ich habe einmal Kräuter und Papierschmetterlinge. Oh, hallo, ich bin 10 Jahre alt und ich grüße euch. Oh, ich gucke den Kanal schon seit über einem Jahr. Ich habe noch einen Brief mit seinem Meerschweinchen und 1 Euro für Bananasplit. Okay, dann einschmeißen. C-Klein aus der Wendeburg und der Johanna H. aus Lengstedt. Dann habe ich mal den Euro in Bananasplit. Und hier sind einmal Langohrmüffelstücke und ein Katzenimitat. Dann Dankeschön und 50 Cent für die Banane mit einem Herz. Einmal am Bananasplit. Ja. So, ich habe Kräuterstuff und Knabberzeug. Ich habe Glow Slime, Knabbertrix, Deo, Nivea Creme und ganz viel Knabberzeug und ein Elch. So, du meckerst hier mir zu viel rum. Hier, du bist auf dem Boden. Lauf, du bist frei. Ich habe noch Bonbons und Traubenzucker. Mein Film ist präsentiert von der Felicitas G. aus Nordhorn. Und meins von der Antonia B. aus Edigen-Neckarhausen. Grüße von Feli und Nati. Es sind mehrere Leute, die es geschickt haben. Vielen Dank für eure ganzen Müffelstücke. Habt ihr viele. Oh mein Gott. Haben wir einmal Knabberstangen. Noch mehr Knabberzeug. Einmal Knabberzeug für uns und eine Rolle. Viel mehr Knabberzeug und Drops. Und ein Plastikfutter noch für Futter und Wasser. Ein Kuschelkissen. So, dann habe ich noch 10 Cent für Bananasplit einmal. Tue ich auch direkt rein. Wir haben ja einmal ganz viel Zeug bekommen. Das müssen wir später irgendwie vernünftig auspacken. Aber wir zeigen das einmal ganz kurz. Sie hat nämlich hier Heu und Streu reingetan. Und in dem Sinne ist das gerade ein bisschen sehr schwer hier rauszunehmen. Aber da sind ganz viele Sachen drin. Auch so selbstgebastelte Sachen mit Glückszettel und Gemüse und Kräuter und alles mögliche andere und das Reis. Ah! Nagellack einmal. Und Badekugeln, würde ich jetzt sagen. Ich habe das letzte Paket und zwar von Jennifer L. aus Jena. All deine Müffelstücke sind hier drauf mit Steckbrief. Ein Kräuterball. Dann ganz viele Sachen für Muffin, die wir weiterreichen werden. Ganz viele Knabberstangen, Esspapier und alles mögliche andere. Ja, da ist jemand sehr glücklich. Hier Fritt für die Sarah. Wenn ich ihr das gleich rüberbringe, wird sie sehr zufrieden damit sein. Noch mehr Ratatouille-Zeug und leckere Knabberstangen. Okay, und das letzte Paket fällt. Das fiel nicht weit genug. Wir bedanken uns für alles. Guckt es euch an. Das ist ja Wahnsinn. Das ist unglaublicher Wahnsinn. Oh mein Gott. Vielen Dank für alles. Daumen rauf. Vergesst nicht zu abonnieren. Guckt auf unseren beiden Kanälen vorbei. Wir machen auch noch eigene Sachen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Für alle anderen Sachen sind die da auch. Und in dem Sinne würde ich sagen, man hört und stört sich. Und wir räumen jetzt auf. Ja. Oh Gott.